Moin Freunde, das ist eine eBay-Kiste und ich habe keine Ahnung, was drin ist, weil Kaya das Ding bestellt und jetzt muss er kurz erklären, was Phase ist. Genau, ihr wisst ja an der Stelle schon wieder mehr als der gute Ronny und zwar, wir machen das Ganze schön hier in der Richtung Mystery Box, denn ich habe ein Retourenpaket. Ihr wisst ja schon, was da drin ist. Ich will Ronny noch nicht spoilern, weil der soll ja nachher Preise schätzen. Ich habe ein Retourenpaket auf eBay bestellt, wo ein bisschen was drin ist, was wir uns heute angucken werden. Ronny darf dann bei jedem Produkt wieder so schätzen, was es so kostet. Und am Ende wollen wir so einen Gesamtpreis ermitteln und dann sage ich, was ich bezahlt habe. Und wir machen das Ganze mal interessant. Ich würde sagen, fangen einfach an. So wie immer. Links gibt es in der Videobeschreibung, aber dazu kommen wir am Ende nochmal. Da geht mir doch glatt mein Messer auf. Das kann doch nur gut werden. Also hoffe ich. Obwohl, wenn sich das an die letzte Mediamarkt, nee, war das Saturn? Mediamarkt, Kiste, nee, Saturn war's, ne? Mhm. Kiste orientiert mit alles doppelt und alles dreifach und sinnfrei. Schauen wir mal hier. Ich würde auch schon fast sagen, stell das am besten dahinter, ja, weil das Ding ist ja riesig. Einmal aufschneiden. Und vor allen Dingen schwer. Also sind jetzt locker 15, 20 Kilo oder so. Ich habe. Stand irgendwas auf dem Paket drauf? Ich habe nicht geguckt. Da steht nur Kundenrückläufermix. Na gut, auf jeden Fall ist es schwer. Hier machen wir den mehr oder weniger Blindgreifer. Ich habe das Größte direkt rausgenommen. Das ist schon mal gut. Ein Pen, Stift für die Microsoft Surface Geräte. Also oben klickbar, unten mit aufploppendem Menü, einen Button und so weiter. Ja, also man sieht definitiv, dass es eine Retour ist, weil das Ganze nochmal verklebt wurde. Mhm. Und so ein Stift, ach siehst du, ist ja gar nicht richtig zu. Na, ein paar Sachen hatte ich auch schon reingeguckt. Also so. Die meisten Sachen waren verklebt, ja. Ja, das ist quasi dann die Rückseite, die man als Radiergummi wahrscheinlich wieder benutzen kann. Dann den Aktivierungsbutton. Oh, das ist auf jeden Fall ordentlich benutzt, weil hier wirklich schon, man sieht das Metall schon durchschimmern, als hätte jetzt hier einer mit dem Fingernagel die ganze Zeit bedient. Ja, vielleicht ist es auch nur Abrieb oder so, dass man das nochmal ja, einmal abwischt. Auf jeden Fall schon gut genutzt. Mhm. So ein Stift liegt normalerweise, glaube ich, auch meistens auch um die knapp 100 Euro. Ich weiß aber nicht, ob es davon jetzt mehrere Varianten gibt, aber zumindest habe ich das irgendwie noch so im Kopf. Also der Stift hier aktuell ist konkret der Microsoft Surface Pen 1, liegt aktueller Verkaufspreis bei 70 Euro. 70, aber UVP war glaube ich mal bei 100 oder so, ne? Kann ich glaube, da waren die sich relativ ähnlich. Okay. Ja, es ist nur ein Stift, 70 Euro. Gut. Man braucht halt das entsprechende Gerät, beziehungsweise ein Surface-Gerät, ja, was das Ganze unterstützt. Also es ist schon sehr eingeschränkt, ja. Ist es. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich trotzdem höher als mit irgendeiner Hülle für irgendein Telefon XY 30. Werden wir sehen. Eine MX Vertical Maus von Logitech. Hast du nicht gerade just auch so eine Maus? Ja. Und ich freue mich darauf, dass jetzt nochmal eine drin liegt, weil den kann ich die nämlich an meinem privaten PC auch benutzen, weil ich finde die mega. Ich dachte, du wolltest mir jetzt sagen, Mensch, kannst du auch nutzen. Na, du probier sie aus. Ich kann sie gerne probieren. Mir ist es aber eigentlich egal. Gibt es hier irgendwie einen Trick? Keine Ahnung. Ich glaube, rausschieben oder so. Ach, hier unten ist noch was. Ich glaube, das Messer lasse ich mal gleich hier liegen. Das brauchen wir bestimmt nochmal. Ja, ist eine etwas andere Optik an Maus. Hier ist das Mausrad. Unten sind trotzdem die Sensoren und das Ganze ist ein bisschen entspannter fürs Handgelenk. Also eigentlich müsstest du es was erzählen, weil du benutzt sie ja schon. Also ich finde sie top. Ja, der Sensor ist natürlich eher, ist jetzt nicht kein Gaming-Sensor und so weiter. Ein bisschen Präzision vermisst man, aber sie ist per Funk benutzbar. Man kann sie auch direkt per Kabel oder halt per USB-C dann halt einfach den Akku nur aufladen. Aber ich finde sie wirklich super. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, jo. Also es fühlt sich zumindest für das Handgelenk deutlich entspannter an, ne? Genau, weil es die natürliche Position oder, ja, oder natürliche, ja, ja. Weil man ja nicht hier so gedreht, sondern man hat eigentlich man so... Man verdreht sein Handgelenk. Also wenn man sich entspannt hinlegt oder hinsetzt, dann hat man die Hände ja auch irgendwie meistens so und nicht so oder irgendwie so. Und dann wäre das ja tatsächlich... Genau. Ja, das ist so ein Faktor, den müssen wir ausprobieren. Also ich denke, aber für mich persönlich ist es egal, weil letztendlich, ich schreibe Texte am PC und da kommt es jetzt nicht ganz so auf die Maus an bei mir. Genau. Was würdest du denn schätzen, was die Maus kostet? Wie viel dB hat denn so ein Ding? Oh, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es ist noch eine andere jetzt gerade vor 2-3 Wochen rausgekommen. Ja. Die ist aber, die bleibt jetzt auf dem Markt, die hier, weil die andere ist eher für etwas kleinere Hände gedacht. Okay, hier steht jetzt auch nichts weiter drauf. Ich denke mal so 50 bis 80 Euro. Also, aktueller Verkaufspreis 78 Euro. Wären wir bei den 80 Euro, ja. Okay. Ist jetzt nicht ganz günstig.
Aber ich glaube, die Ergonomie. Und ich glaube, du weißt jetzt so langsam, wohin die Reise geht. Wir haben zwei Sachen gerade ausgepackt und die Kiste ist noch voll. Deswegen, die Leute wissen ja schon mehr als du. Es ist wahrscheinlich so PC-Peripherie, die quasi jetzt hiermit kommt, also Zubehör. Also, weil ich habe ja schon ein halbes Auge jetzt hier reinschmeißen müssen, weil ich es ja gerade aufgemacht habe. Und da ist mir zum Beispiel dann direkt diese Tastatur aufgefallen. Und auch in dem Fall wieder von Logitech. Die sieht aber stylisch aus, eine flache Tastatur. Die Master Series bei Logitech. Fortschrittlich kabellose Tastatur mit Tastenbeleuchtung. Das wäre tatsächlich, was ich mir bei einem PC legen würde, weil ich mag flache Tasten. Oh, die ist aber schwer. Das wirkt nach Aluminium, aber ist auch schon hart gebraucht in irgendeiner Art und Weise. Da haben wir noch einen USB-Dongle. Aber die rutscht auch nicht weg, das ist schon gut. Und dann vor allen Dingen sind die Caps, die Tasten jetzt halt nicht nur eckig, sondern wirklich auch mit runden Einlass, also eine leichte Senke drin. Da kann man dann vielleicht doch vom Gefühl her noch besser tippen, weil man es vielleicht ein bisschen besser fühlt, wo man denn mit den Fingern ist. Das finde ich ganz interessant. Ansonsten Bildschirm, Sondertasten irgendwie hier oben drauf. Keine Ahnung, was genau das sein soll. Du hast sogar auch die Doppelbelegung, wenn du jetzt für das mit einem Apple nutzt, weil unten zum Beispiel hast du ja auch die Apple-Bezeichnung mit drauf. Ja, siehst du, die kenne ich gar nicht. Aber also auf jeden Fall wirkt die sehr, sehr hochwertig. Auch wenn sie jetzt, wie gesagt, hier oben auch schon Abnutzungsspuren auf dem Kunststoffbereich hat, aber wirkt schwer. Aber es könnte auch nur sein, dass der Fuß so schwer ist, denn der Rest trotzdem nur Kunststoff ist. Ich kann das jetzt nicht gerade ganz deuten, aber ich glaube, es ist Kunststoff. Ja, es ist Kunststoff. Aber der Fuß ist schwer. Das sieht gut aus, aber ich denke, da sind wir dann auch mal ganz locker im Preis von über 100 Euro. 120 sage ich jetzt einfach mal. Aktueller Verkaufspreis von der Logitech MX Keys, kabellose Tastatur übrigens, ja, 75 Euro. 75, okay, das ist günstiger, als ich jetzt geschätzt hätte. Und hier an der Stelle droppe ich jetzt zum Beispiel schon mal die Information, das sind alles Amazon-Versandrückläufer. Die dürfen ja nur an autorisierte Händler im großen Stile, im großen Umfang weitergereicht werden. Ihr habt es ja mitbekommen, vor ein paar Jahren gab es da so Aufschrei, Amazon vernichtet Versandrückläufer und Co. Deswegen ist es ja immer mehr, dass große Firmen das denen abkaufen dürfen. Und das sozusagen dann, und hier ist zum Beispiel jetzt eine Firma, die verkauft die Sachen dann halt auf eBay. Und da habe ich dann mal zugeschlagen. Ja, bin ich dann gespannt, was du bezahlt hast, beziehungsweise was letztendlich der Warenwert ist. So, jetzt haben wir hier eine sehr unscheinbare weiße Verpackung. Marantech Drive Technology und eine Megahertz-Zahl. Okay. Jetzt muss ich mal tatsächlich nach der Anleitung gucken, weil ich kann damit jetzt gerade nichts anfangen. Ach so. Das ist irgendwie... Das ist halt was sehr Spezielles. Ja, definitiv, weil ich kann so mit Einblick überhaupt nicht einordnen, was es sein soll. Kleine Motherboard. Also ich gebe dir eine kurze Info, ja. Das ist so eine Universalantenne, die wohl für alles Mögliche benutzt werden kann, je nach Frequenzband, weil man kann auch wohl bei der Bestellung, wenn man sie denn neu kauft, auch auswählen, in welchem Megahertz-Bereich man das Ganze nehmen will, wofür man das letztlich jetzt alles benutzt, was man damit machen kann. Da bin ich jetzt auch raus, habe ich mich jetzt auch nicht weiter mit beschäftigt. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, es ist so eine Universal-Digital-Antenne. Ob die jetzt für DVB-T oder sonstiges genutzt werden kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr speziell. Also da jetzt, das von der Wertigkeit anmutend her, würde ich sagen, kostet das Ding hier 10 Euro. Ich glaube aber, dass wir trotzdem so bei 30 bis 50 Euro liegen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich weiß halt einfach nicht, wofür man es braucht. Also ich sag mal 30 Euro. Genau, ich habe jetzt so einen Preis von, ist auch nur schwierig findbar im Internet, ich habe jetzt so einen Preis von 20 Euro ausgesucht. Okay, aber kann ich jetzt... Deswegen sind übrigens auch bei den meisten Verpackungen noch so Amazon-Aufkleber oder so Barcodes und so weiter drauf. Also deswegen wisst ihr das, weil das sozusagen... einfach zusammengestellt wird jetzt von der Firma und die machen so thematisch, da gibt es auch, weiß ich, Babykleidung oder Haushaltsgeräte oder weiß der Geier was und ich habe da jetzt halt bei so einer Technikkiste zugeschlagen. Ja, okay. Genau. Gut. Dann nehmen wir mal, ja, na klar, weil wir ja nur eine Tastatur brauchen, nehmen wir gleich noch eine zweite und zwar auch von Logitech. Pro Gaming Tastatur, Klavier Gaming Pro, GX Blue Clicky. Hier ist er offen. Hier können wir sie rausziehen. Da bin ich jetzt mal auf den Zustand gespannt. Ich auch. Leicht staubig. Ja, man sieht schon ein bisschen gebraucht, ja.
So, hier kommt noch ein Kabel mit dran gesteckt. Das wird nicht kabellos sein. Das lasse ich jetzt einfach mal drin. Das wäre dann hier der Connector, Micro-USB. Ja. Logitech Pro. Also man hört auf jeden Fall mechanisch. Ja, mechanisch auf jeden Fall. Wie gesagt, die blauen Taster sind das jetzt. Wird auch beleuchtet sein, ist sehr klein, kompakt. Das heißt, Nummernblock fehlt jetzt hier komplett. Multifunktionstasten hat man sich auch gespart. Also ist wirklich nur, ja, im Prinzip auf das Spielen ausgerichtet. Und man sieht auf jeden Fall schon, WASD wurde auf jeden Fall ein bisschen mehr benutzt. Genauso wie hier die Dingstaste als andere Tasten. Also damit hat keiner geschrieben. Damit wurde auf jeden Fall gespielt. Ich hoffe natürlich auch, dass die Geräte, die wir jetzt hier so auspacken, auch alle funktionieren. Ne? Weil das kann ja auch sein, weil es sind ja nun mal von Amazon Versandrückläufer. Ja. Das kann ja auch sein, dass die aus einem Grund zurückgeschickt wurden, weil vielleicht irgendeine Taste mal hakt oder irgendeine Taste nicht funktioniert. Ja. Oder. Was mir jetzt da eher so ein bisschen, na, keine Sorgen macht, ist aber, wenn ich mir jetzt hier zwischen der Windows-Taste und der Alt-Taste die Staubfläche angucke, das ist, was die Hygiene angeht, ja, das wird halt nirgendwo aufgearbeitet, ne? Also hier ist auf jeden Fall mal was ausgelaufen und es wurde definitiv nicht aufgearbeitet, ne? Also in keinster Weise, also refurbished ist es nicht und hier hängt noch so eine halbe Maus drin. Also das finde ich schon ein bisschen, also es kommt drauf an, was du da letztendlich für bezahlt hast, aber wenn ich das jetzt so sehe, die würde ich jetzt nicht unbedingt freiwillig benutzen wollen, so längerfristig. Beziehungsweise erstmal vorher richtig erst mal schön richtig sauber machen, weil das ist ein bisschen, ja, schon ein bisschen eklig, kann man glaube ich sagen. Ja. Weil man weiß ja, also man futtert, man trinkt, man kratzt sie an Körperstellen und geht dann wieder damit an die Tastatur, also so Ohr oder so zum Beispiel, oder Nase, keine Ahnung. Und das von fremden Personen muss nicht sein. Also das muss man hier vielleicht dann auch mal mit bei allen Geräten dann mit in Betracht ziehen. Einmal desinfizieren, reinigen, einen grundsoliden Zustand wiederherstellen, was die Hygiene angeht. Und dann kann man die mit Sicherheit auch noch benutzen. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass der, also wie gesagt, alles auch privat gekauft, dass der Anbieter anscheinend das auch im großen Stil alles so Amazon-Retouren verkauft, weil der hat 50.000 Bewertungen auf eBay und aktive Auktionen 18.000. 18.000 aktive Auktionen. Dann weißt du, was eBay der damit an Kohle macht. Ja. Hey, Remy Buds R2, die haben wir auch schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch getestet hatten. Oh, das kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es gar nicht mehr. Kam letztes Jahr oder vor 2 Jahren, glaube ich, raus. Und sind dann halt die ersten TWS-Kopfhörer, die wir dann hier haben. Ah ja, Akku ist sogar noch voll. Was man jetzt hier weggelassen hat, sind die Gummiaufsätze. Also so steckt man sich die nicht ins Ohr. Die hat man wahrscheinlich sogar weggeworfen. Der Hygiene wegen? Genau, aber es sind ja, wenn du Glück hast, noch Ersatzdinger mit bei. Und ansonsten kann man sowas ja nachkaufen. Mein Tipp an der Stelle geht ja sowieso, ja, hier sind noch ein paar. Die sind auch unbenutzt, gehe ich von aus. Dann waren, haben sie wahrscheinlich aus. Die benutzt, genau, weggeworfen. Das, was dran war. Mein Tipp an dieser Stelle geht für die bessere Haftbarkeit oder Haltbarkeit im Ohr. Ihr könnt da auch zu einem hörgeräteigen Akustiker gehen und euch diese Froppen quasi einmal anpassen lassen. Dann sitzen die auf jeden Fall deutlich besser in eurem Ohr. Kostet natürlich was, aber wenn man wirklich richtig, richtig gute Kopfhörer für sich gefunden hat und mit den Silikontipps vielleicht nicht den passenden Halt hat oder die sitzen nicht so gut, dann kann man das quasi nachsteuern. Das ist so ein Tipp von einem Kumpel von mir, der arbeitet tatsächlich als Hörgeräteakustiker. Der hat übrigens gerade seinen Meisterbrief gemacht. Gruß an Felix, ne? Genau, und der hat mir das mal gesagt. Und ja, Remy Buds R2, ich glaube, die lagen damals so bei 50 bis 60 Euro. Ich suche noch. Also aktueller Verkaufspreis, den ich gefunden habe, 33 Euro. Ja, ja. Ich denke, dass das kam mit dem UVP dann auch ganz gut hin. Weil die waren nicht so teuer. Ich weiß auch, ich kann die wirklich von der Qualität gar nicht mal einschätzen. Ich glaube, wir haben uns die gar nicht angehört, weil einfach Audio halt auf, bei uns auf dem Kanal oder zwei Kanal auch nicht so gut läuft. Ich glaube, das haben wir uns gespart. Mhm. Ja, ist auch egal. Lass du mal so als Nebennote. Ja, dann hätten wir noch eine Tastatur, noch eine flache. Diesmal von Rappo. Die das Marke so kennen wir ja. Das Hausmarke, war ja, genau, ne? Von Mediamarkt Saturn oder irgendwie so war das so. Ne? Genau, wird aber auch woanders verkauft, weil ich glaube, sonst hätte Amazon das auch nicht im Angebot gehabt. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Oh ja, die ist flach. Flach, ich wollte gerade sagen gebogen. Hatte ich schon? Nee, das geht hier noch gerade. Ich glaube, die hat schon mal einer gerade gebogen, weil die Kante ist auf jeden Fall nicht mehr 100% gerade. Kann natürlich vom Aufschützen kommen. Auch hier sieht man Benutzungsspuren. Die hat jetzt keine Senkungen drin in die Tasten, also ganz normal. Hat aber einen Tab, Multifunktionstasten, also Musik, Play, Pause und so weiter. Sehr dünn, das ist stylisch auf jeden Fall. Das ist so Aluminium und hier dann auch gebürstet. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich glaube, beleuchtet wird es nicht sein. Nicht großartig oder wenn nur minimal. Kannst ja mal anmachen, hinten ist ja der Schieberegler, vielleicht ist da noch Saft drauf. Tada! Ja gut, Bluetooth, nee, ich sehe jetzt nichts. Kann auch sein, dass die Batterie alle ist. Ja. Das weiß man jetzt nicht, aber
ist auf jeden Fall, man merkt schon, also das ist halt, ja, ist halt eine Hausmarke, die ist auch nicht teuer. Lass das Ding vielleicht 30 Euro kosten, vielleicht 40 maximal. Also aktueller Verkaufspreis, den ich gefunden habe, liegt bei 45 Euro. 45. Gut geschätzt, ja. Gut, dann ist da die Bluetooth-kabellose Konnektivität wahrscheinlich der ausschlaggebende Preis. Aluminium selber kostet auch ein bisschen was. Wenn ich da an eine verkabelte von mir damals denke, habe ich glaube ich 70 Euro bezahlt. Und die war halt nicht so flach. Jo, okay. Also schon drei Tastaturen. Ich glaube, es geht nicht so weiter. Ich muss das ganze Büro wieder neu mit ausstatten. Ja, so irgendwas groß. Ich greife erstmal die kleinen Sachen hier. Aber raus. Gut, ich habe ja schon reingeguckt und habe die Preise zusammengerechnet. Ja. IQ Commander Core XT, Smart RGB Lightning and Fan Speed Control. Hätte es jetzt nicht drauf gestanden, hätte ich jetzt wirklich dumm sterben müssen. Das habe ich, sowas habe ich auch noch nie benutzt. Zu meiner Zeit Corsair. Achso, sie habe ich gar nicht vorgelesen, aber am Logo erkannt. Ja, zu meiner Zeit, wo ich noch am PC gebastelt habe, habe ich mir noch irgendwelche LED-Autostreifen in den PC-Tower gebastelt, weil da gab es sowas mit RGB, Fan-Control und Co. noch nicht. Oh, die guten Kaltlichtkathoden. Ja, genau, genau. Und dann irgendwie habe ich mal einen Stecker gezogen und da von der Kathode was rangesteckt und dann gab es einen Funken und die Festplatte war kaputt und naja, viele Daten zu meiner Bundeswehrzeit, also Bilder und so weiter, sind da weg gewesen. Ja, das kommt aus dem Mainboard draufgeschraubt. Da kann man dann halt im Prinzip die Lichter dann anklemmen und die Lüfter. Und dann mit Sicherheit per Software oder so dann auch in irgendeiner Art und Weise steuern, gehe ich mal ganz genau dafür ist das gedacht. Ja, also du kannst im Endeffekt Lüfter und halt so LED-Stripes und Co., alles was irgendwie adressierbar, also ARGB hat, kannst du dann darüber steuern. Manche Gehäuse haben sowas schon integriert, die kosten ja dann natürlich ein bisschen mehr. Ja. Alternativ kann man das mit sowas dann nachrüsten und dann über die Corsair-Software zum Beispiel dann halt hier in dem Fall steuern. Es ist jetzt eine einfache Schnittstelle. Aber ich denke, das Ding kostet trotzdem so, ich sag's mal, 50 Euro. Aktueller Verkaufspreis 58 Euro. Ja, okay, ein bisschen drüber sogar. Also waren die sogar nochmal teurer. Okay. Habe ich halt auch noch nie benutzt. Ich sag ja, meine PC-Bastelzeiten sind halt schon Ewigkeiten vorbei. Klar, Arbeitsspeicher und Co. kann ich auch noch tauschen, aber so mit Modding oder so habe ich noch gar nichts mehr im Hut. Ja, ist auch eigentlich gar nicht mehr notwendig, weil viele Gehäuse einfach schon schön quietschbunt sind. So. True Wireless In-Ear-Headphones, Verve Buds 300 von Motorola. Selbst die haben sowas hergestellt, okay. Auch das ist an uns vorbeigegangen, aber ist jetzt auch nicht ganz so unsere Brand. So. Ups, da fallen sie mir gleich entgegen. Okay, sieht aus wie ein Zigarettenanzünder oder so. Also hier fehlen natürlich jetzt auch die Silikontipps, das ist klar. Die liegen jetzt auch scheinbar gar nicht mehr bei, ne? Hier liegt, ist auch gar nichts drin. Weil unten ist ja scheinbar noch so eine Öffnung gewesen, da hätte was drin liegen hier können. Hier hätte was sein können, ja. Man kann die dann quasi hier, hier guckt, grinst mich der Schmalz auch schon an, also vom Vorbesitzer. Das Ganze ist magnetisch, das ist allerdings cool gemacht. Ja, das ist die Ladestation, Micro-USB zum Beladen. Und dann nimmst du die raus. Und setzt sie dann halt in die Ohren oder steckst sie wieder rein. Das ist ganz cool rein vom Design. Also könnte so ein Lippenstiftformat sein, irgendwie so von der Größe her. Ist auch nicht schlecht, hast ja nicht so eine große Box bei. Also jo. Optisch auf jeden Fall schon mal was Schickes. Was Klang angeht, kann ich natürlich nichts so sagen. Aber dass man sowas zurückschickt, ist für mich immer so ein bisschen fraglich. Weil die sehen halt auch irgendwie benutzt aus, also nicht nur einmal. Tja, das ist wie gesagt immer die Frage. Es kann ja sein, dass da irgendwas nicht mit funktioniert. Ne? Aber ja, wie gesagt, es gibt theoretisch auch Angebote, wo wirklich steht, da ist defekte Ware bei. Das war jetzt hier nicht der Fall. Können natürlich trotzdem kleinere Mängel haben. Ja, das weiß man halt einfach nicht. Gut, also auf jeden Fall schon nochmal ein ordentlicher Stapel hier. Oh, jetzt kommt richtig was Spannendes. Tell me bei Emporia X200. Ja, ein ganz simples Telefon, vielleicht sogar für die ältere Generation, weil die Tasten schon sehr groß sind und noch Klappmechanismus, so wie Beam me up, Scotty, so ähnlich. Die Tasten hier sind auch sehr groß, das ist schon ein bisschen rentnerfreundlich gehalten, würde ich sagen, ist ein simples proprietäres Betriebssystem hier drauf, gehe ich mal ganz stark von aus, also da denke ich nicht, dass sie großartig, vielleicht ist auch Android drauf, kann auch sein, aber das sieht jetzt... Naja, sieht es nicht so aus. Nee, sieht nicht danach aus. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ja, so eine Dinger gibt es für 20 Euro, es gibt welche für 50 Euro. Doro ist ein bisschen angepasster, weil die wenigstens zwar ein klassisches Design haben zum Beispiel, also nur als Info jetzt. Die sind auch auf die ältere Gesellschaft dann wie sagt man jetzt? Bisschen angepasst. Die haben quasi Telefone für die ältere
Genau, Zielgruppe sind ältere Leute und da haben die dann halt Endo drauf und da steht halt SMS schreiben an Klaus Peter oder so. Total simpel aufgebaut, kann auch eine Fernwartung durchgeführt werden. Das wird hier nicht der Fall sein, also ich weiß nicht, ich sag mal 20 bis 30 Euro maximal. Also der aktuelle Verkaufspreis, den ich finden konnte im Internet, lag bei 45 Euro. Hm, okay. Ey, immerhin ein Zweitdisplay außen, ja. Ja, und eine Ladestation. Und eine Kamera und eine Taschenlampenfunktion. Ja, Kamera ist ja was ganz Neues bei Handys und Smartphones. Ja, das ist mehr. Hau mir ab mit dem neuen Mist. Das ist ja wie mit Internet, oder? So, okay, ja, gut. Das ist mit 45 empfinde ich das als ganz schön teuer. Aber hey, Testmagazin Urteil 3 2017 ist gut. Was weiß ich, was sie da getestet haben. Da liegt ja schon ein bisschen was, ne? Naja, paar Tage. Ich kann. I can. Team Rebel Design. Okay, ja, ein Gimbal für Kameras. Hier ist noch zugekleistert wieder, ja. Sieht aus wie ein Schuhkarton. Beholder. Behold. So. Ja. Ein Gimbal für Kameras. Sagt man da Vollformatkamera? Ja, sagt man, glaube ich, ne? Jo, kannst du für eine Spiegelreflex benutzen. Genau, Spiegelreflex, packst hier vorne rein und dann kannst du hier das Ganze austarieren, hier mit der Platte und Gegengewichte und was weiß ich, was man hier alles machen kann. Dazu gibt es noch ein 1 Euro USB-Licht und ein 50 Cent USB-Kabel. Dann haben wir hier noch einen Adapter-Netzstecker, chinesische Herkunft. Und hier ist noch ein bisschen eine Bodenplatte drin. Das war's. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man das jetzt gerade braucht, ist wahrscheinlich sehr gering. Aber ich denke, das kann durchaus gut funktionieren. Wer jetzt halt eben so eine Kamera hat und die dann halt irgendwie stabilisieren will, weil die eigene Stabilisierung vielleicht nicht gut genug ist oder was weiß ich, für den ist sowas. Ach, hier ist noch so ein Stick an der Seite, kann ich noch irgendwie mit bedienen. Mal sogar gucken, ob die noch Saft hat, man sie mal kurz anmachen kann, weil dann würde man sehen, dass die sich selbst ausrichtet gleich. Ich drücke gerade auf den Knopf, findest. Aber das ist der hier, aber ich glaube, da passiert gerade nichts mehr. Hm. Nee. In der Hoffnung natürlich, dass das Ding auch noch intakt ist. Ja, das sind so Fragen. Aber es sieht jetzt so erstmal ganz gut aus noch. Ja. Also auf jeden Fall auch praktisch, definitiv. Und die kosten auch schon so ein paar Mark, also das ist... Richtiges Stichwort. Ja, die Überleitung unbewussterweise zu dem, was das kostet. Ja, Gimbals gibt es für 50 Euro fürs Handy, Gimbals gibt es für 100 Euro, gibt es für 150 Euro von verschiedensten Herstellern. Hier ist halt die Materialwertigkeit ein bisschen höher, ich denke mal 150 bis 200 Euro. Vielleicht nicht ganz vom Beholder, ich weiß es nicht, mir sagt es nicht. Ist halt scheinbar auch so eine Art Import. Gut, also Kamera-Gimbals, die sind generell, ich sag's dir schon mal vorweg, das kannst du wahrscheinlich nicht wissen, sind ein bisschen teurer, weil die müssen ja auch ein bisschen mehr tragen. 250. Die tragen ja nicht nur 200 Gramm. Okay, dann 250 Euro. Also das Ding, das zählt jetzt schon eher noch zu den Preis-Leistungs-Marken, kostet so neu, was ich gefunden habe, ist nicht mehr erhältlich, ja. Neupreis war aber so 400 Euro. Ui, da kriegst du ja, naja, okay, wenn du eine richtig gute Kamera hast, kriegst du nicht mal den Body dafür, da bist du bei 1000, 1400 Euro, aber je nachdem, was man draufschnallt, ist das eine Sony Einstiegskamera? 400, 500 Euro. Okay, krass. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Aber gut, ist halt auch gar nicht mein Bereich, mit dem beschäftige ich mich überhaupt nicht. Aber wenn das Ding jetzt allein einen Gegenwert von 400 hätte, theoretisch, krass. Ja, irgendeine Netzstecke aus irgendeiner Packung? Vielleicht sogar von der. Weil da war ja nur... Die war aber eigentlich gerade zu. Also eigentlich weiß ich nicht, aber naja, schauen wir mal. Oh ja, das ist natürlich MagSafe hier für Apple. Marci, komm mal her, wir haben da was für dich. Apple iPhone 12 oder 13 haben hinten eine magnetische Fläche, da kommt das Ding ran und dann kannst du Kreditkarten oder ein bisschen Geld reinpacken. Die Dinger lagen bei 50 Euro. Richtig. Ja, teilweise sogar auch ein bisschen teurer. Ja, je nach Materialbeschaffenheit wahrscheinlich noch. Also das ist jetzt hier echt Leder gewesen. Und je nach Farbe und was weiß ich nicht, aber 50 Euro. Ja, aktueller Verkaufspreis. Gut, das war ein Quickie. Hier sind noch so große Dinger, da komme ich irgendwie nicht ran. Oh, yay, was haben wir denn hier Schönes? Ein Zeichen-Tablet oder Zeichen-Display. Wacom One Creative Pen Display. Die Dinge sind auch nicht ganz günstig. Falls du dich übrigens erinnert, wir hatten das mal in der Mediamarkt Saturn-Kiste drin, genau das. War das gleiche, ne? Ja. Ja, wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das Bild sehr, sehr bekannt vor.
Oh, ja, was, jetzt müsste ich wieder in, ganz tief in mich gehen, was den Preis angeht. Komme ich jetzt aber gerade nicht so richtig drauf. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, wir packen es mal aus und dann erklären wir das nochmal ein bisschen. Und zwar ist es ein Display, wo es einen Stift dazu gibt, mit dem man quasi hier seine Eingaben tätigen kann. Das ist aber quasi nur eine Übertragungsschnittstelle an den PC. Das muss quasi an den PC angesteckt werden. Also es ist quasi wie ein externes Display. Genau, stellt euch das vor wie einen externen Monitor, genau, auf dem man aber auch malen und zeichnen kann. Genau. Das ist es. Das ist das One. Könnte 250 bis 350 Euro sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Könnte auch ein paar Mark mehr gewesen sein. Was hast du zum Zustand irgendwie so? Also ich hätte fast gesagt, aus, ne? Die Folie ist noch drauf. Ein paar Fingerabdrücke jetzt. Aber das sieht tatsächlich in einem sehr guten Zustand aus. Also das hat glaube ich jetzt wirklich nur jemand einmal ausprobiert und festgestellt, ist nicht meins. Würde ich fast sagen, weil die Kabel haben jetzt auch nicht so groß irgendwie Abnutzungsspuren oder so. Also das sieht noch. Nee, selbst der USB-Port nicht. Der zwei, dreimal reingeschoben, das war's. Also ja, das sieht vernünftig aus. Also was sagst du? Ich habe jetzt, glaube ich, 250 gesagt. So, also aktueller Verkaufspreis 300 Euro. Ja, ich sagte ja 250 bis 350. Irgendwie so, je nach Version. So richtig sicher bin ich mir da auch nicht. Aber ja, die sind nicht ganz günstig. Aber ja, es war, glaube ich, auch so ein Full-HD-Display. Ja, müsste eine Full-HD-Auflösung sein. 13,3 Zoll. Zum Zeichnen halt. Oder kreativ und ausdrucken. Wacom, wie gesagt, Top-Hersteller. Das ist jetzt hier auch nicht so Preis-Leistung. Klar, das gibt auch von denen richtig Profi-Geräte, die dann 1.000, 2.000, 3.000 Euro kosten. Ja. Das ist jetzt so eher was für den normalen Privatanwender. Aber trotzdem, da steckt ein bisschen Know-how hinter. Also wer tatsächlich digital zeichnen will, kann das sozusagen als schon sehr guten Einstieg benutzen. So habe ich das zumindest in der Vergangenheit irgendwie mitgekriegt. Und das ist auch relativ gut investiert auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch günstige Hersteller, es gibt teurere Hersteller. Aber das ist ja mit allem so. Ich glaube, du wirst langsam aufs Ende neugierig, oder? Ja, auch, ja. Nee, warum? Weil ich reingucke. Oh, Infinite Command. Nee, was hier stand gerade? Infinite Commands. Achso, Endless Possibilities. Razer Tartaros V2 Mecha Membrane Gaming Keypad. Das ist was richtig, richtig Spezielles. Und definitiv auch benutzt. Also man sieht hier noch quasi die Abnutzungsspuren vom Vorbesitzer. Da sollte man definitiv mal mit einem Desinfektionstuch dann rübergehen, ja. Ja, nicht nur einmal. Ja, USB-Verbindung, das Ganze mit Kurztasten, Flight Control, Triggern. Ich weiß nicht, was man damit macht, aber es sieht das für mich so aus wie Flugsteuer. Im Endeffekt für die Leute, die WASD benötigen und sozusagen, du hast alles, was du, sag ich mal, bei einer normalen Tastatur beim Spielen brauchst. Das ist ein Steuerkreuz, das ist normal. Und noch ein bisschen mehr. Aber mit der Maus mache ich. Ach so, ja, ja, genau. Alles klar. Dann brauchst du nämlich nicht deine komplette Tastatur, sondern legst dir nur das hin mit Maus und dann kannst du zocken. Ah, da kannst du ja auch Shooter mitspielen. Also wenn du ein WASD hier drauf mappst und dann noch Steuerkreuz, Maus, was auch immer. Okay, habe ich noch nie benutzt, ist für mich auch zu speziell. Du, ich auch noch nicht. Aber ja, keine Ahnung, was wird sowas kosten? Also Razer ist ja so oder so schon mal grundlegend nicht günstig. Das ist schon recht speziell. Ich denke, das teile ich bei 150 Euro. Also aktueller Verkaufspreis von dem Tartaros V2 74 Euro. 74? Okay, das geht wiederum. Hey, ist bunt beleuchtet, also es muss teurer sein. Es gibt noch zusätzliche FPS. Na, aber. Achso, hier ist es ja auch drauf. Okay, das ist dann günstiger als erwartet. Na gut, letztendlich. Naja, was heißt denn letztendlich? Das ist ja wieder so eine Kiste. Hier wäre es natürlich toll, umso teurer, umso besser. Ja, umso ja. Mehr Gegenwert. Aber ich glaube, wir können uns jetzt hier schon. Hier liegt ja schon ein bisschen was. Geringfügig. Ich muss mal, glaube ich, gleich die andere Seite nehmen. Oh, jetzt haben wir hier Dinge, die die meisten wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ein DVB S2 bloß DVB TC oder T2 Receiver. Das heißt, kommt Fernseh raus sozusagen. Von Edison. Ne? Also. Ja, Internet dran, HDMI-Ausgang, also sieht auch nur nach 720p aus, weil da steht HD-Out dran. Und das ist dann quasi ein Fernsehreceiver, wenn man den Kram noch bei sich empfangen kann. Das genau, kann halt Satellit, Antenne und Kabel. Ja, ja, genau. So ein Ding kann bei 30 Euro liegen, so ein Ding kann aber auch bei 50 Euro liegen. Ist schwierig, es gibt auch Receiver, die 150 kosten, aber ich glaube, der ist da jetzt nicht ganz so. Hat zwar alle Anschlussmöglichkeiten, Jo, was sagst du? Also wie gesagt, im günstigsten Fall würde ich jetzt sagen 30 Euro. Alter. Auch wenn ich jetzt den Hersteller nicht kenne, Edison. Sagt mir auch nichts. Der aktuelle Verkaufspreis liegt bei 45 Euro. Ja, also dann doch eher das Gehobene. Gut, er kann ja auch wirklich alles von Satellit bis Kabel anklemmen plus DVB-T-Empfang und so weiter.
ja, ist für uns völlig obsolet, weil wir benutzen nicht mal Satellitenschüssel auf dem Dach. Hat sondern sich halt wahrscheinlich auch derjenige gedacht, der es bestellt hat und dann eigentlich brauchst du noch. Genau, bei uns geht alles über die Media-Setup-Box von Telekom, also Internet-TV sozusagen und fertig. Also da brauchen wir uns um sowas gar nicht mehr kümmern. Hatte ich früher sowas in Berlin, hatte ich sowas auch noch, als ich da noch gelebt habe. Aber über die Jahre dann gar nicht mehr. Also kommt alles übers Internet rein und fertig. Ist auch einfacher, finde ich. Jetzt wird es ein bisschen speziell. Netzteil. Gold Zero 750 Watt, 80 plus Gold von Sharkoon. Twin CPU Connector for Ryzen, Zero RPM und Semi-Modular. Semi-Modular ist immer gut. Kann man so ein bisschen modular benutzen. Was damit jetzt aber tatsächlich bei diesem Netzteil gemeint ist, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ansonsten, ja, ist ein Netzteil. Das sieht aus wie... Also ich kann doch, dir das schon mal eingeschraubt, aber das Semi, also es gibt normal, Semi-Modular und Vollmodular. Das liegt jetzt daran, Semi-Modular bedeutet halt, du siehst schon, die Standardkabel sind fest integriert und dann die Zusatzkabel für Peripherie und 12 Volt und hast du nicht gesehen, die sind dann halt sozusagen selbstständig ansteckbar, je nachdem, was du brauchst. Ja. Und wie du schon siehst, die fehlen alle. Habe ich jetzt auch nicht gesehen, ich habe auch vorher nicht reingeguckt. Die liegen komplett gar nicht bei, das heißt, die müsstest du dann irgendwie nachkaufen, wäre jetzt auch blöd. Kosten wahrscheinlich nicht so viel, aber ja, ist natürlich doof, dass da jetzt nur das Netzteil zurückging. Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch put, man weiß es nicht. Ja, Netzteil 750 Watt von Sharkoon. Sharkoon ist jetzt auch nicht unbedingt immer so teuer. Wann habe ich mein letztes Netzteil gekauft? War wahrscheinlich ein 500 Watt vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, keine Ahnung. Also ich kann dir zumindest sagen, dass die 80 plus Gold Zertifizierung schon gut ist, eine, ne? Mit der besten ist, ja. Also ich glaube, man liegt hier dann so im Schnitt bei 80 bis 100 Euro, je nachdem, wie viel Watt da jetzt tatsächlich und Leistung rauskommt. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht ganz einschätzen. Ist halt nicht ganz mein Metier. Genau. Also es ist ein 750 Watt Netzteil von Sharkoon und es kostet aktuell 80 Euro, wenn alles drin wäre. Ja, ist hier leider nicht der Fall. Schade eigentlich. Kann man auf jeden Fall definitiv gebrauchen, weil eine Netzteil mal in irgendeinem PC oder so, wenn man wieder am Rumbasteln ist. Ja, und ich sag mal so, wenn man jetzt hier die Kabelnummer nachbestellt, das dürfte kein Problem sein. Nee, das ist alles universell. Dann ist es ja auch gar kein Problem. Man muss halt mal 10, 15 Euro investieren, vielleicht 20. Ich weiß nicht, was die Kamera kostet. Ja, 20 bis 30 Euro kostet sowas schon, ja. Ich habe gar nicht so einen langen Arm, ey. So, noch eine Maus. Viper Ultimate Wireless Gaming Maus with Charging Dock. Okay. Das ist die Maus. Die schaut nicht so gut aus. Alter, die hat aber schon ein paar Rage-Momente hinter sich. Das ist doch hier oben schon geknickt und gebrochen oder zumindest massiv. Oder da hat einer versucht, glaube ich, das aufzumachen. Ja, das sieht aus wie hochgehebelt und hier an der Stelle oder hier hochhebeln. Ja, ist auch schon alles. Alter, was ist denn da passiert? Das ganze Kunststoff ist schon abgenagt. Ne, da hat einer versucht, den wahrscheinlich abzumachen und zu ersetzen oder so. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, dann zurückschicken. Ja, gut, ist egal. Auf jeden Fall, theoretisch, wenn wir jetzt rein von der Hardware ausgehen, ne, Docking Station zum Beladen, das ist schon ganz cool. Ist auch so minimal magnetisch. Das finde ich nicht schlecht. Kenne ich so in der Form auch noch nicht die Lösung, aber dann bist du halt eben nicht mehr drauf und dran, immer Batterien zu tauschen oder irgendwie ein Kabel dran zu stecken, sondern fropfst halt einfach am Tisch nur ran. Aber der Zustand ist halt echt fragwürdig. Also hier würde ich sogar die Funktion auch in Frage stellen. Okay. Kabellos, Gaming, Viper Ultimate, Hyperspeed, Razer Chroma. Gut, das können die fast alle, glaube ich, mittlerweile. Ja, Team Razer. 50 bis 80, ich habe keine Ahnung. Also diese Maus kostet aktuell so 79 Euro. Okay, also irgendwie auch wieder 80 Euro. Okay, ja, gut. Keine Ahnung, was es sein soll. Weil die Verpackung ist, hier steht was von Schuko-Steckdose, 16 Ampere, 250 Volt. So wie es halt wahrscheinlich derjenige zurückgeschickt hat an Amazon damals. Ja. Sogar noch mit Zettel. Oh, jo, dann müssen wir schnell mal den Zettel wegnehmen. Da steht die Adresse drauf. Also das ist wieder so typisch, ne? Von wegen, ja. Datenschutz. Lieber eBay-Händler, so geht das nicht. Aber da weißt du, da hat weder Amazon reingeguckt, noch hat der eBay-Händler reingeguckt. Ja. Also da muss man gleich mal beide hier, ne? Das ist nicht in Ordnung, nein. Das gehört sich nicht. Ja, es ist eine Seagate Barracuda 2 Terabyte Festplatte, mechanischer Herkunft noch. Also klassisch nennen wir es mal. Ja, 3,5 Zoll. Gibt es nicht mehr zu sagen. 2 Terabyte ist jetzt nicht wirklich viel. Nö. Bei einer Festplatte müsste man jetzt natürlich schon davon ausgehen, dass vielleicht irgendwas damit ist.
Ja, man sieht einer Festplatte tatsächlich das Alter nicht an. Die brauchst du nur entstauben und wenn die einmal eingeschraubt war, das sieht man jetzt hier auch nicht so wirklich. Also einmal war die schon fest, aber das war's. Du siehst ja das Alter nicht an. Und vielleicht sind ja auch noch Daten drauf, keine Ahnung. Also ist jetzt für den wieder zurückschickenden blöd, dass das jetzt sozusagen bei irgendeinem anderen her hinkommt und die Adresse noch mit beisteht. Die Kombination ist ein bisschen doof. Was ich jetzt eigentlich gerade noch sagen wollte, ist, die Umdrehung würde mich gerade noch interessieren, ob 5000 oder 7000, aber ich sehe es jetzt hier drauf nicht. Ja, gut. Ich habe es mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ist ja auch egal. 2 Terabyte. Auf jeden Fall kannst du mal schätzen. Wenn sie denn funktionieren. Ich habe letztens erst eine 6 Terabyte für 130 Euro, glaube ich, oder 120 Euro gekauft. Also müsste das so bei 50... Das ist aber schon teuer, muss ich dazu sagen. Dann ist es vielleicht schon ein bisschen länger her, 6 oder? Terabyte extern mit Gehäuse. So, das muss ich vielleicht dazu sagen. Ich denke, dass die hier so bei 30 nicht, aber 50 Euro vielleicht maximal. Keine Ahnung. Also so 30 Euro. Kommt auf die Serie drauf an. 30 Euro kommt schon hin. Ja, kommt halt auf die Serie drauf an. Ich kann die Barracuda jetzt nicht rein. Nee, das ist schon Seagate. Barracuda sozusagen ist schon eine ganz normale Marke oder auch Modellreihe. Aber 2 Terabyte ist halt schon nicht mehr so viel. Als zusätzliche Erweiterung für Bilder oder irgendwie so ein Kram auf jeden Fall. Und wer dann halt irgendwie spielen will und da halt moderne Spiele drauf hat, da ist ja mal schnell 100 Gigabyte weg. Ja, da kommst du nicht weit hin, aber gut, besser als nix. Ich habe hier was gefunden. So, Xiaomi Mi Connect Watch Schwarz Surge Protector Sports Technology. Also eine smarte Watch, also quasi hier aus dem Hause Xiaomi. Genau. Ich habe nur die 1S am Arm gerade, immer noch am Testen. Und also das ist hier die Xiaomi Mi Watch. Genau. Ja. Die haben wir auch nicht getestet. Genau. Ist vom Funktionsumfang dürfte jetzt nicht großartig anders sein als die ich jetzt habe, nur dass hier vielleicht Blutsauerstoff noch nicht mit drin ist. Aber ohne Verpackung, ne? Ohne Verpackung ist jetzt halt einfach so drin gelegen. Also fängt ja dann eigentlich schon an beim Ladekabel, weil das jetzt kein induktives Ladekabel ist, sondern mit einem Doppelpin. Das heißt, eine Ladeschale plus Pins plus Kabel, was man dann vielleicht zu Hause hat. Aber die kann ich jetzt mal eben so ohne weiteres auch nicht beladen. Vielleicht liegt auch das Kabel noch irgendwo in der Kiste drin. Wir gucken später nochmal. Fortsetzung folgt. Genau. Ja, ansonsten die Mi Watch. Ich kann 50 bis 80 Euro oder 100 Euro. Ich weiß nicht, wo die lag. Also ich habe es auch selber nicht getestet. Und also ich glaube, die lag anfangs wirklich bei über 100 Euro. Ja, das war mal so, ja. Verkaufspreis, den ich finden konnte, 85 Euro. Aber das Display sieht noch gut aus, keine Kratzer drauf. Also die könnte man tatsächlich noch auch benutzen. Also auch die Unterseite, muss ich sagen, ist jetzt nicht großartig benutzt. Oder wenn, wurde sie sauber gemacht. Weil normalerweise hast du immer hier so Hautreste und ein bisschen Benutzungserscheinung. Das ist bei meiner jetzt hier auch so, weil ich die jeden Tag trage. Das sehe ich jetzt hier nicht. Also das ist schon mal eigentlich ein gutes Zeichen. Hm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wo könnte es das Kabel sein? Es ist ein Kabel, aber NFC-Schnittstelle oder so zum Bezahlen oder RFID-Chipkartenleser, ja, genau. Puh, ja, gut, dann können wir jetzt hier bei uns hier Antriebskontrolle machen von den Mitarbeitern. Jeder kriegt so eine Karte und piep, vorne am Eingang mit einem Mini-PC und dann ich bin drin, ich bin draußen. Keine Ahnung. Es ist wirklich ein RFID-Chipkartenlesegerät, genau, ja. Für den PC. Also ja. Ich weiß nicht, ob das Ding dann auch schreiben kann, also Karten beschreiben kann. Ich kann mir sowas für Hotels oder so vorstellen, die dann hier so Zimmer Karten haben. Wozu man das jetzt sonst noch so bräuchte, ich habe keine Ahnung. Ein reiner SCT. Ich habe Cyberjack. Keine Ahnung. Lass das vom Preis für mich jetzt auch wieder ein bisschen schwierig werden. 30 Euro, 20 Euro? Ist eigentlich, aktueller ist Verkaufspreis viel. 30 Euro. 30 Euro, tatsächlich. Okay. Ich hätte mit ein bisschen weniger gerechnet. Na gut. Ich habe hier aber noch was gefunden. Ah ja, guck mal, jetzt können wir schon mal das eine zu dem anderen zusammensetzen. Wozu gehört es auch? Batteriecharger BC700. Schauen mal. Technoline, keine Ahnung, klingt nach Alternative. K-Tech, okay, packen wir mal dahin. Ja, das könnte ich eigentlich direkt eingepackt lassen. Ah ja, hier ist das Netzteil, Techno Blue. Das. Und auch wieder mit. Ich pack mal den einfach da Richtung Mülleimer. Ja, ein Batterieladegerät. Das ist dann auch das Netzteil dazu. Das ist hier aus der Packung rausgefallen. Für 4 Batterien. Ja. Mit Mini-Display, Modus und das war's dann.
Ja. Ja, Ladegerät kostet wahrscheinlich auch, also das ganze Ladegerät wahrscheinlich auch so 30 Euro. Kann ich dir übrigens sagen, das stand gar nicht in der Liste mit drin. Ich hatte ja nicht alles rausgenommen. Ja, das, ja. Ich gucke jetzt mal nach, was das so kostet. Also, was hast du gesagt? 30 Euro das Ladegerät. Also ist aktueller Verkaufspreis 26 Euro. Oh, okay. Ich hätte ja gedacht, dass die Dinge mal mittlerweile so ein bisschen günstiger geworden sind. Aber die Ladegeräte lassen sich irgendwie immer noch ganz schön bezahlen. Naja, okay. Ja, schön, dass es mit beiliegt. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen, wenn es dann funktioniert. Oh, das ist doch mal was. Ich hoffe, da ist für ein Opel LMS was mit bei. Ach nee, ist also in irgendeiner Art eine Fernbedienung. Das ist super toll. Davon gleich eine ganze Tonne. Ich hätte gedacht, das sind so eine Schlüsselwechselteile, aber Zhongwu, made in China. Also ich kann dir den Tipp geben, das sind Universal-Fernbedienungen für so Garagentore. Ja, dachte ich mir schon fast. Und dann immer 10er-Packs und wir haben 2 10er-Packs hier drin in der Kiste. Das sind auf jeden Fall schon mal 10, ja. Dann kommen da nochmal 10. Was kostet eins? Ein 5er? So ein 10er-Pack? Also ein einzelnes meine ich jetzt. Das weiß ich nicht. Also es wären ja nur 10er-Packs hier. Ach so. Habe ich gefunden. Aber wenn die so direkt als 10er-Pack schon verkauft werden, dann kann es ja nicht teuer sein. Dann ist das hier vielleicht, naja, ich sage jetzt mal 50 Euro, einfach nur so, aber ich glaube nicht dran. Also ein 10er-Pack kostet aktuell 25 Euro. Das ist sogar die Hälfte nur. Okay. Dafür sehen die gar nicht so schlecht aus. Okay, ja. Ja, ich habe jetzt keine Garage, aber wer weiß. Aber immerhin 20 Fernbedienungen dafür. Genau. Für die nicht vorhandene Garage, da sind die anderen. Sehen auch genauso aus. Die sind aber nicht noch eingepackt, das ist schon mal was. Ja, aber genau das gleiche. Aufschieben, Knöpfchen drücken und dann leuchtet's. Was ist denn das? Ist das Infrarot oder auch Bluetooth? Nee, Bluetooth wird es ja nicht sein. Das wird wahrscheinlich Infrarot. Infrarot sein, ja. Kann man bestimmt für irgendwas anderes verwenden. So, wenn der Fernseher zu Hause nicht funktioniert, piep, nimmst du so ein Ding. Also eins von den 10. Oder was weiß ich. Gut. Nee, die anderen Kabel lasse ich erstmal drin liegen. Wir nehmen mal wieder was Handfestes. Oh, yay! Den benutze ich tatsächlich auch zu Hause. Nacon. Asymmetrisch. Wireless Controller, den haben wir damals sogar, glaube ich, auf dem Kanal getestet. Müsste auf dem Hauptkanal noch hier sein. Zweitkanal hatten wir damals noch gar nicht. Ist ein Controller, den kann ich tatsächlich empfehlen. Der funktioniert richtig gut. Den habe ich gerade bei mir an meinem Retro-PC dran. Das ist die USB-Schnittstelle quasi, also der Empfänger. Braucht er bloß reinstecken, PC oder Konsole, also PlayStation in dem Fall. Und mit dem Akku und dann kommt er einige Stunden mit hin und ist sogar noch Saft drauf. Und ergonomisch liegt er richtig gut in der Hand. Also das Ding kann ich absolut euch ans Herz legen. Aber wenn ich schon wieder hier die Schmalzfinger drauf sehe, da ist meiner sieht nicht so eklig aus. Also obwohl, ich habe den noch nicht so genau angeguckt. Vielleicht ist es dann. Nein, nein. Nein, weiß ich nicht. Klar, es lässt sich nicht vermeiden. Hautfetzen fallen mit ab, wenn man spielt und rubbelt damit rum. Aber der ist auf jeden Fall schon deutlich straffer genutzt als meiner, weil auch hier schon das Gummi so ein bisschen eingerissen ist. Muss desinfiziert werden. Also der muss auch, alter Schwede, guck dir die Oberseite an. Ja. Also der hat schon sehr, sehr oft nachgeladen. Also so viele Kratzer, wie hier drin sind. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Das also ist schon... Könnte definitiv auch sein, dass der irgendeine Macke hat und deswegen wahrscheinlich zurückgeschickt wurde. Guck dir mal die Rückseite an. Also den würde ich nicht freiwillig benutzen wollen. Also den kannst du direkt so eintunken, Desinfektion. Wenn er denn auch funktioniert noch, ja. Das ist jetzt die andere Frage. Okay, Sticks festhalten klappert nicht so doll. Nee, okay, intern ist es auf jeden Fall nicht. Es ist extern, was irgendwie klappert, aber... damit macht man sich jetzt auch nicht so die Freude, würde ich behaupten. Aber der Controller selber ist gut, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ihr könnt euch gerne das Video noch dazu angucken. Müsst ihr, wie gesagt, hier auf dem Kanal mit rumirren. Genau. Bäh. Ja, gut. Alles klar. Das brauchen wir uns gar nicht weiter angucken. Der ist definitiv hinüber. Zumindest es hält... der linke Stick nicht mehr auf der Aufnahme intern, ist auch schon massiv gebraucht, sieht genauso widerlich aus. Batterien stecken wahrscheinlich nicht drin, na, das hat mich jetzt auch gewundert. Okay, den kann man natürlich noch reparieren, so ist es nicht, aber das ist halt auch benutzt und halt einfach mal defekt irgendwie zurückgeschickt worden. Also da hat sich wahrscheinlich jemand einen neuen Controller gegönnt über Amazon und dachte, so schicke ich den halt wahrscheinlich innerhalb der zurück. 2 Jahre dann, ne, zurückgeschickt. Genau, und dann genau das sieht danach für mich aus und das trifft auch für vieles, glaube ich, auch zu, was jetzt hier so liegt, dass das eine Weile benutzt wurde und irgendwann wurde gedacht so, ach, tausche aus, kriege ich neu. Genau. Anstatt
wirklich neu zu kaufen, hat man einfach nur einen Tausch gemacht. Ist hier, ist so hier wirklich so durch die Bank weg. Also manche Sachen sind wirklich zurückgeschuckt worden, wahrscheinlich innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist, aber... Richtig was Gutes. 1000 XM4 True Wireless Sony WF. Richtig, richtig gute In-Ears mit dem besten Noise Cancelling, was man bekommen kann. Die haben wir bei uns hier auch im Büro. Die sind richtig, richtig gut. Kann ich euch absolut empfehlen. Preislich liegen wir da so, glaube ich, bei 250 Euro in etwa. Schick verarbeitet, gute Akkulaufzeit. Wie gesagt, hier fehlen natürlich die Silikon-Tipps auch. Klanglich, sehr, sehr geil. Active Noise Cancelling funktioniert wahnsinnig gut. Jo, das dazu. Also, hast recht. Wie gesagt, die XM4 auch das neueste Modell wirklich. Und aktueller absolut Verkaufspreis top. 200 Euro. 200, okay. Dann sind wir jetzt gerade ein bisschen im Angebotspreis runtergegangen. Aber wie gesagt, die lagen, glaube ich, mal bei 250 und ein bisschen drüber. Wie gesagt, ist nicht günstig, aber die sind richtig, richtig gut. Absolut. Kann ich euch hoffentlich... Funktionieren ihr, hoffentlich noch. Naja, zumindest haben sie jetzt geladen. Aber ja gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber ich gehe mal davon aus. Ja, ich denke auch. Ja, Apple AirPods... AirPods Pro wollte ich schon immer mal haben. Nehmen wir die doch einfach. Die meinen, die sind ja auch nicht ganz günstig, je nachdem. Obwohl, da bin ich jetzt wieder nicht ganz so confirmed drin. Also Active Noise Cancelling funktioniert auch hier, beziehungsweise der Passivmodus, dass die Geräusche von außen nach innen gehen, der funktioniert richtig gut. Das müssten ja auch die sein. Das sind sind die Pro. Hm? Genau, die klingen auch echt gut. Ich glaube, 180 so kosten die in dem Schnitt. Aber hier sind übrigens noch die Silikontipps drauf, fällt mir gerade auf. Das heißt, die hat wahrscheinlich wirklich keiner benutzt oder der hat die geschickt wieder sauber gemacht. Oder die haben, da lagen noch Ersatzdinger bei und die haben die Originalen weggeworfen und dann die Ersatzdinger gleich drauf gesteckt. Das kann natürlich auch sein, aber dann hätten sie es ja bei den anderen auch überall machen können. Also was hast du? Ich habe, glaube ich, 175 oder so gesagt. Also aktueller Verkaufspreis von den AirPods Pro gab es, glaube ich, auch schon mal günstiger in den Aktionen, aber aktuell 190 Euro. 190, okay, nochmal ein Stück teurer. Ich würde trotzdem die empfehlen. Die Sony. Na gut, wenn du natürlich ein iPhone hast, ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst, hier aus dem eigenen Hause zu holen. Kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Ne? Meistens ist ja doch Bluetooth-übergreifend kompatibel. Nicht mit allen Geräten und nicht mit allen Endgeräten, aber... Aber man merkt so noch deine verhaltene Begeisterung. Ne? Aber wie gesagt, wir kommen ja noch zum Ende. Ja, das ist... Hier liegt ja schon ein bisschen. Mensch, geil, eine Corsair Ironclaw RGB Wireless Maus. Mensch, Kai, hättest du mir das nicht vorher sagen können? So. Also, wir haben noch mal eine Maus. Auch die ist benutzt, allerdings jetzt nicht so massiv. Also man sieht hier so ein bisschen noch die Abnutzungserscheinungen. Also ein paar Stunden sind schon rumgegangen. Aber was auffällig ist, hier ist ja so ein Gitter. Wenn die Person jetzt sehr viel damit gespielt hätte, dann würde hier drin auch Hautfetzen drin sein. Oder der hat sie tatsächlich sauber gemacht. Aber auch die Tasten sehen jetzt nicht so stark ramponiert und abgenutzt aus. Aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen abgerieben, so dieses Gummi. Ja, das kommt noch dazu. Und das ist nämlich ja auch nicht so. Also Fettfinger ja, aber... Ja, genau. Auch kabellos, ne? Das scheint dann hier... Nee, ist nicht kabellos. Das ist nur ein Adapter von USB auf Micro-USB. Doch, ist kabellos, steht auf der Kiste. Wireless Rechargeable. Ich hab's ja selber vorgelesen, ja. Mhm. Ja, okay, auf jeden Fall hat man dann hier noch ein Kabel mit bei zum Aufladen. Ja, Corsair 80 Euro. Aktueller Verkaufspreis von der Ironclaw Wireless 65 Euro. Mano. Ja, ist... Wie auch immer, jetzt spielt ja der Preis nicht so die Rolle, weil irgendwie, wie kriegt das eigentlich wieder zusammen? Toll. Lass einfach auf der Packung liegen. Ich stopf das jetzt hier wieder rein mit ganz viel Liebe. Siehst du? Wie von alleine. Corsair sehr gerne benutzt, habe ich auch verschiedene Modelle. Ich weiß nicht mehr, M80, M95 oder sowas. Ja, hatte ich auch schon. Sind auch ganz gute Mäuse eigentlich, ja. Werden wir da wohl mal die ein oder andere da sauber machen und dann mal trotzdem ausprobieren. Ja, ich bin auch dafür, glaube ich. Ich meine, vielleicht brauchen wir auch mal irgendwann sowieso noch mal ein paar Mäuse. Genau, aber hier auf jeden Fall, die können wir dann direkt mal so nehmen, weil die sieht echt gut aus. Es ist noch lange nicht zu Ende. Oh, ein Turtle Beach Controller. Mit Raccoon Control, das heißt speziell für das Headset von Turtle Beach, irgendwie sowas habe ich letztens habe ich in der Werbung irgendwie gesehen. Es ist ein Xbox Controller. Der sieht aber komisch aus. Hm. Muss das so? Nein, der Controller ist der Seite, die Pappe lässt federn. Man sieht es hier. Ist auf jeden Fall sehr günstig, also fühlt sich jetzt nicht so wertig an. Auch hier wurde schon eine Menge mitgespielt, also der Verschmutzungsgrad auf dem rechten und linken Thumbstick ist da.
Ansonsten zum Controller selber kann ich nichts sagen. Ist auf jeden Fall, fühlt sich nicht wie mit Weg an. Naja, mal gucken, ist ja auch egal. Ich glaube, der liegt so bei auch 50 Euro. Also aktueller Verkaufspreis 50 Euro. Ja, wie gesagt, durch Zufall letzte Woche bei Amazon im Angebot irgendwie gesehen und dachte, Mensch, cooler Controller. Und dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir so, ach nee, dann doch nicht. Also zumal ich jetzt für die Xbox keinen bräuchte und direkt von Turtle Beach selber würde ich auch nicht kaufen, glaube ich. Also ich habe die noch nie getestet. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr da irgendwie Erfahrung habt. Ich habe die noch nie benutzt. Von Nacon bin ich eigentlich sehr zufrieden. Liegt aber auch daran, dass ich halt eben auf der PlayStation zocke und entsprechend dann ja das direkt offiziell von Sony auch unterstützt wird. Alcatel. Na jetzt wird's ja unglaublich. Wild. Oh ja, stimmt, das Neudeutsch der Jugend. Es ist wild. Stationäres Telefon. In hübsch himmelblau und gar nicht so schön. Und sogar zwei. Ja, stimmt. Ja gut, Ladestation ist jetzt hier nochmal drin. Die spare ich mir jetzt einfach. Kabel fürs Anschließen ist auch mit dran. So ein monochrom 4-Zeilen-Display wie im 3210 damals von Nokia. Kriegt man so für 30 Euro, würde ich sagen. Also ist unterschiedlich. Kann jetzt natürlich auch 40 oder 50 kosten, aber... Ich denke so, naja, 40 Euro, sag ich mal. Also, das ist das Alcatel F530 Duo, deswegen ja zwei ja. Dinger da drin. 45 Euro aktueller Verkaufspreis. 45, ja. Ja, okay. Ja, es schwankt so ein bisschen. Ich sag mal, wer noch ein Festnetztelefon braucht, ich glaube, da ist man eh nicht so wählerisch. Haben wir auch zu Hause, zwar nur so eine Einzelstation. Ich bräuchte jetzt aber auch nicht woanders noch ein zweites Endgerät, aber praktisch ist es schon, so ist es nicht. Und wenn man es braucht, das reicht für zu Hause völlig aus, fürs Festnetz. Also ich habe sowas, wir haben glaube ich sowas von der Telekom oder so zu Hause mal gekauft, aber macht jetzt auch nichts anders, ne? Halt, telefonierst halt mit. Auf den habe ich mich gefreut. Also tatsächlich jetzt nicht, dass ich es wusste, aber ich habe im Moment gedacht, ja, das ist der Microsoft Original Elite Controller. Aber nein, das ist er jetzt hier. Und der liegt ja auch so bei 180 Euro. Series 2, weiß ich gerade nicht, ob das die aktuelle Serie ist. Das ist die aktuellste, ja. Ist die aktuelle, also dann liegt das bei 100, 170, 180 Euro. Der ist schwer. Natürlich, klar, das ganze Zeugs, was du hier austauschen kannst, wiegt auch ein bisschen was. Immerhin alles mit bei, würde ich gerade sagen. Genau, dann ist das hier noch eine Art Ladestation, würde ich sagen. Man kann hier mit dem Werkzeug das Ding auseinanderschrauben. Aber der Stick... Alter Schwede, das riecht so nach... Der raucht... Der Stick sieht ein bisschen komisch aus, weil der... Ja, das auch, genau, der ist auf jeden Fall gebrochen. Also genau wie bei dem anderen Controller, der hat hier das zeitlich gesegnet. Und Alter, igittifui, kalter, ekliger Rauch. Bah, keine 5 Euro mehr wert, widerlich. Bah, das kriegst du auch so schnell nicht raus. Ja, das kannst du dann mit Ozon, mit einem Ozongenerator reinigen. Hat ja nicht jeder einen Ozongenerator zu Hause. Nee, aber jetzt bin ich gerade froh, dass ich einen habe. Ja, du kannst. Aber müsste man mal gucken, ob man den Stick irgendwie repariert bekommt, ja. Müsstest halt komplett ausschrauben und dann halt die Aufnahme dann halt wechseln. Das ist aber dann schon mit eher Löten wahrscheinlich verbunden. Ich habe auch schon mal den ein oder anderen Controller aufgeschraubt und da war das. Ja, das ist jetzt natürlich mega ärgerlich. Das ist schade, ja. Also den hätte ich gerne mal ausprobiert. Also gerade hier mit dem Digitalkreuz, nenne ich es jetzt mal, der kein Kreuz mehr ist, sondern halt wirklich so eine Pfanne. Das finde ich ganz geil. Also, ja. Also der Controller selber, den, aber wie, mir sind da 180 Euro, würde ich dafür auch nicht bezahlen ohne 170. Also 180 Euro sagst du. Ja. Aktueller Verkaufspreis 145 Euro. Ah gut, dann ist er gerade im Angebot. Aber ich glaube, die meisten, die den kennen, wissen, dass er eigentlich teuer ist. So ist das. Meida Wireless Communication Headset. Das sieht nach nicht so teuer aus. Ist halt ein Headset zum Labern. Mikrofon, Stumm, Lautstärke-Taste und eine Ladestation. Ja. Schwierig, jetzt so ein bisschen nach Callcenter aus. Ja, genau, Kommunikationsheadset. Ich denke auch so an Callcenter, nur aufgesetzt und dann, hallo, schönen guten Tag, willkommen bei Neuzeffen, was kann ich für Sie tun? Nein, können wir nicht. Irgendwie so. Hör auf zu lachen, das ist gar nicht lustig. Das Problem daran ist, je nachdem, wie die Akkulaufzeit ist und die Klangqualität, können die Dinger ja ganz schön teuer werden. Hm. Mir sagt der Hersteller jetzt nichts,
Ich vermute mal aber, es fühlt sich jetzt nicht so billig an, dass es hier auch irgendwie mal 50 bis 80 Euro einfach sind. Also der aktuelle Verkaufspreis von dem liegt bei 37 Euro. Okay, dann mehr Schein als sein vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist halt schon wieder speziell. Also, wir benutzen, wenn wir einen Call haben oder so, dann haben wir halt einfach irgendwie irgendwelche Headsets da, die dann halt auch so mit Mikrofon sind und zum Reinquatschen und fertig. Also, aber wenn es speziell und leicht sein soll und atmungsaktiv, wenn man das Ding wirklich einen ganzen Tag auf dem Ohr hat, dann macht das schon Sinn irgendwo. Ja, okay. Wir hätten da noch was, eine Viper Ultimate. Hatten wir die nicht gerade schon? Ja. Das ist die zweite. Das ist die zweite, genau. Wir gucken mal einfach nur nach dem Zustand. Die andere war ja die, wo so... Ach ja, jetzt erkenne ich es wieder. Ja, genau. Die sieht auch nicht besser aus. Die ist auch schon ordentlich benutzt, ist aber hier nicht eingerissen und eingebrochen. Auch hier die Unterseite sieht noch natürlich aus, ist nicht ganz so stark benutzt worden. Ein paar Kratzer sind mit drauf. Aber die würde ich tatsächlich nochmal sagen, ja, die könnte man benutzen. Ne, Ladepad auch hier das gleiche. Das ist schon ganz cool. Jo, ansonsten, aber auch, wie gesagt, auch die ist halt benutzt. Aber kann natürlich auch sein, dass hier die Tasten vielleicht kaputt sind, aber klingt jetzt zumindest so, als würden sie noch funktionieren. Aber auch die Mausräder könnten natürlich so eine Schwachstelle sein. Das ist, weiß man halt immer nicht so genau. Aber vielleicht wollte einfach nur ein neues haben. Man weiß es nicht. Gut, packen wir es zu der anderen Maus. 80 Euro lag übrigens der Preis bei der. Ja, genau, 80 Euro lag der Preis bei der Maus. Wir sind endlich mal am Ende angekommen. Nein, immer noch nicht, aber am Boden der Kiste. Keep Playing. Logitech G435 Gaming Headset. Lightspeed Wireless Gaming Headset. Kabelloses Lightspeed Gaming Headset. Es klingt in Deutsch genauso wie in Englisch. Cool. Also fast. Ja, ich glaube, Logitech nennt seine Übertragungsfunktion Lightspeed. Ja, vermute ich mal, das ist das. Standard. Ja, also Kabelpeitsche, die ist hier irgendwie wieder aufgerödelt. Headset ist sehr leicht. Ist, wirkt sehr günstig auch. Nicht mal Polster hier drin, also nicht mal einen Stoff drüber, aber der Akku ist noch dran, aufgeladen. Also das sieht echt günstig aus. Ich glaube, die kosten dann auch nicht viel. Das von außen geht es eigentlich. Mit den gelben Kabeln ist es halt ein bisschen modern gehalten, wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Hat gerade Plüm gemacht. Ja, 40 Euro, 50 Euro. Also der aktuelle Verkaufspreis von dem G435 Logitech Headset liegt bei 47 Euro. 47 Euro, okay. Ist jetzt für ein Headset nicht teuer. Die Frage ist natürlich, wie gut ist das Mikrofon, gerade weil es jetzt hier kabellos ist. Das ist immer so eine Frage. Und wie ist halt der Klang, ne? Das kann natürlich nach einer Schüssel Tomaten klingen oder nach einer Portion Pommes. Vielleicht auch nach irgendwas anderem und das ist brauchbar. Ich weiß es nicht. Haben wir auch nie im Test gehabt. Das G920 hatten wir damals gehabt, glaube ich, ne? Und das 9... Ja, ach, was weiß ich. Irgendein Logitech haben wir beide miteinander verglichen. Das ist schon so ewig alt, das Video. Unglaublich. Ach so, Mann, ich wollte gerade sagen, jetzt dürft ihr raten, was es ist. Ihr seht es aber schon. Schade eigentlich aber auch. Ein Nachttisch oder Schreibtisch, Ladegerät. Es wird langsam voll auf dem Tisch hier. Die Kiste muss mal langsam leer gehen. Alter, es wirkt aber sehr billig. Günstig meine ich natürlich. Ist das, achso, das ist ein Wecker, der quasi was anzeigt. Wir haben hier dann für Apple wahrscheinlich so ein Port zum Beladen, das ist ein Licht und eine induktive Ladefläche. Das ist natürlich ganz cool, aber ist halt völlig Kunststoff. Ein paar Buttons an der Seite. Das also, wird sich wahrscheinlich auch derjenige, der es bestellt hat, dann gedacht haben, als ja. Er das Ganze bekommen hat. Wireless Output immerhin bis 15 Watt, das muss man dem Ganzen schon mal lassen. Mode switched up and down, was wie hoch? Achso, fürs Licht dann wahrscheinlich. Und achso, das kann hier. Ah, und dann geht das Kabel hier durch wahrscheinlich. Muss man auf dem Bild gucken. Da sieht man es wahrscheinlich, was das damit gemeint hat. Also Licht, Wecker, um quasi für die Kopfhörer, also die wir jetzt auch da haben. Mhm. Und hier vorne für die Smartwatch. Ah, die kann ich dann hier so quasi reinpacken irgendwie. Ist das ein Deckel oder? Ach so, ja, dann kann das Kabel... Ach so, hier sind zwei USB-Ports. Ah! Ach, da kannst du dann das Original-Ladegerät reinmachen. Ja, genau. Mhm. Das, und dann legst du die U-Bus rein.
Genau, und oben machst du praktisch das Lightning-Kabel rein, dass du dann halt deine AirPods dann aufladen kannst. Das ist das. Obwohl die Pro ja, glaube ich, sogar induktiv aufladbar ist. Ja, ich glaube ja. Ja, also ich sag mal, funktionell sehr, sehr cool. Was mir gefällt, ist ja dieses Mesh-Stoffgewebe und das Display quasi, also die Uhrzeit und eine indirekte Beleuchtung. Und halt einfach Telefon draufpacken und beladen mit 15 Watt. Das finde ich cool. Aber es wirkt halt sehr günstig. Und ich glaube, der hat mehr bezahlt, als er dann bekommen hat. Was schätzt denn, was das kostet? Ich meine, hier, ne, Garantiekarte. Also ich würde jetzt sagen, 30 Euro mehr wäre es mir nicht wert. Also das Ding kostet so aktuell 50 Euro. Vor allen Dingen geil ist auch Power Quick Charge 3.0. Also ist ja Snapdragon eigentlich, nicht Apple. Das ist also wahrscheinlich sein privates Netzteil noch, was hier mit beiliegt. Und dann ist hier irgendwie ein Knubbel, keine Ahnung. Ja, also ich finde es gut, aber für 50 würde ich, das ist mir zu viel Plastik. Aber hau ab, Flieger. Aber praktisch, so wie das ist, ich würde mir das auf den Nachttisch stellen, weil eine induktive Ladefläche habe ich auch, aber die ist auf dem Wecker drauf, der Wecker ist selber zu hell. Das könnte hier vielleicht dann gar nicht so schlecht sein. Ja, das mal dazu. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir hätten noch das Mi Band 5. Auch ein sehr schönes Smartband. Nehmen wir das mal. Eine Smartwatch ist es ja nicht. Puls, Kalorien, eingehende Nachrichten. Ja, liegt so im günstigsten Fall bei 18 bis 30 Euro, sag ich mal. Ist auch noch an. Hier kann man das alles einstellen. Wer die chinesische Version importiert hat, kann das Ding auch auf Deutsch nutzen. Jetzt müsste ich es halt mit der App koppeln. Also ein sehr, sehr schönes Ding. Wenig Geld, viel Informationsgehalt eigentlich, also das Ausreichende. Man kann, glaube ich, Musik mit steuern, auch die man streamt. Ja, Preis habe ich gesagt. Genau, also aktuell liegt so bei 20 Euro. Ich habe jetzt aber mal so 15 Euro genommen. Ja. Wie gesagt, Mi Band 6 ist ja auch schon lange draußen. Ja, richtig. Mi Band 6 NFC gibt es auch schon, da kann man dann mit. Also sagen wir mal NFC so 15 Tech. Bis 20 Euro, ja. Ja, aber neu so bei um die 20 Euro plus minus, je nachdem. Genau, das ein schönes Ding auf jeden Fall. Auch dazu gibt es ein Review bei uns hier auf dem Kanal. Das ist auch schon ein paar Tage älter. AirPods Pro. Wo ich die hingestellt? Die liegen direkt vor dir. Ach so, hier. Sind doch die gleichen. Jo. Okay. Zweite können ja nicht schaden. Ja, finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Also wenn da noch die Nupsis dran sind, dann kann man die mal... Seht ihr jetzt den Unterschied zu der anderen? Also hier sieht man... Gummis sind auch dran, aber das ganze Case ist halt einfach schon ein bisschen mehr verwurstet, nenne ich es jetzt mal. Also, was jetzt hier drin der Reinsteck-Aufladekanal ist oder das leicht vergilbte, da sahen die anderen gerade eben besser aus. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, der Transparent-Modus ist richtig gut bei den Dingern. Also auch bei etwas höherer Lautstärke von der Musik kann man noch den sprechen. Ja, kann man auch nur hoffen, dass die wirklich noch komplett so intakt sind, wenn man sie ein bisschen sauber macht. Ja. Jo. Du sagst ja. Ja, heißt bei dir? 190 Euro war der Preis, ne? Ja, das auch. Und ja. Du bist am Ende angekommen. Kiste ist alle, ich bin voll am Ende. Tja. Kannst du ja erstmal so dein Fazit ohne Preis so sagen? Was hast du? Du hast ja keine Erwartung gehabt, oder? Nee, gar nicht, weil ich auch nicht wusste, was auf mich zukommt. Also im Prinzip kann man irgendwie alles, bis auf die kaputten Controller und die vollgesifften Headsets, kann man eigentlich alles benutzen. Mein Problem damit ist jetzt eigentlich eher der allgemeine Zustand, weil A, wissen wir nicht, ob es funktioniert, B, sind Teile kaputt, B, sind sie teilweise richtig versifft. Man muss erst nochmal den ganzen Quatsch sauber machen, bevor man das wirklich benutzen will. Oder es wird Zubehör. Oder es wird Zubehör, ja. Und wie gesagt, was hat also den Zustand? Also da ist halt einfach, das kam rein, das geht raus, keiner hat es kontrolliert, du kriegst irgendwas. Ja. Also auch wenn der Warenwert jetzt, vermute mal, stimmt. Genau, bist du ja beim richtigen Stichwort. Was schätzt du denn, wie viel Warenwert haben wir denn? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 100, sind wir ja ganz schnell, keine Ahnung. Lass das 1000 Euro sein oder so? Nee, reicht vielleicht schon gar nicht mehr. Ich bin echt scheiße im Querrechnen, aber es ist halt verdammt viel. Also an die 1000 Euro kommen wir ganz locker. Also, wenn ich die aktuellen Verkaufspreise nehme, liegen wir bei einem Verkaufspreis. Wie gesagt, ist alles Gebrauchbare, das kann man jetzt nicht gegenrechnen. Aber der aktuelle Verkaufspreis der Neuware wäre 3020 Euro. Gut. Guck
guck mal, zweimal AirPods 190 Euro ja. jeweils, dann noch ja, das Kamera-Gimbal 400 Euro, ja, dann noch die Sony-Kopfhörer 200 Euro, dann noch die ganzen Mäuse und Tastaturen 80, 90, 100 Euro. Ja, das. Ich sage, im Querrechner bin ich nicht so gut. Also nicht bei sowas. Ich verliere dann einfach den Überblick. Genau. Ja. Was, okay, was? 3000. Und war das jetzt ein Bietgebot oder war das? Es war ein Sofortkauf. Also okay. Bei dem Anbieter gibt es auch Auktionen und so weiter. Ich habe jetzt mir was mit Sofortkauf, aber mit Preisvorschlag. Ich konnte den dann per Preisvorschlag ein bisschen runterhandeln. Was schätzt du denn, was ich bezahlt habe? Ich denke, du bist trotzdem bei 800 Euro gewesen. Also, es stand drin, kann ich dir ja sagen, für 460 Euro. Ich habe bezahlt mit Versandkosten 390 Euro. Mit Versandkosten 390 Euro? Ja. Hau ab, Fliege, du nervst in meiner Konzentration. Ja, also ich sag mal, von dem Bezahlten zum Gegenwert mega, ohne Frage. Aber die wie man im Englischen so schön sagt, die Usability, die Nutzbarkeit dessen, was wir jetzt hier bekommen haben. Ich habe es ja gerade schon in Frage gestellt, wegen Defekt und Gebrauchsspuren und Schmierereien und bäh, und Pfui will ich nicht anfassen, riecht nach dem ganzen Aschenbecher, der eine Controller zum Beispiel, den würde ich lebendig nicht anfassen. Also ja, man kann den sauber machen und mit Ozon und wenn man sowas alles da hat. Also man, Kleinigkeiten kann man reinigen, ohne Frage. Aber auch bei den Mäusen, die sehen so echt widerlich also, teilweise wir aus. Wir müssen definitiv davon ausgehen, dass nicht mehr alles wirklich hundertprozentig ja. funktioniert. Das ist ja von mir auch sozusagen auch mit einkalkuliert gewesen. Ja, na klar. Steht jetzt natürlich auch nicht da. Man muss natürlich auch selber ein bisschen reinigen. Man hat auch kein Zubehör mehr. Wenn man teilweise zum Beispiel auch beim Netzteil mal das Zubehör, die Kabel nachkaufen, in der Hoffnung, dass es auch noch funktioniert. Bei den Tastaturen in der Hoffnung, dass die noch funktionieren, bei den AirPods und so weiter, dass natürlich auch Produkte bei sind, die man wahrscheinlich gar nicht benutzen kann, wie zum Beispiel diese Universalantenne, die wir da drin hatten. Ja, wieso kommen jetzt hier ein neues Telefon? Wolltest du das schon immer machen, oder? Das ist ganz modern. Das hat auch eine 4 Wochen lange Akkulaufzeit. Aber ich glaube, wenn da so ein paar Sachen, oder zum Beispiel der Microsoft Elite Controller, wo leider auch der Stick ja gebrochen ist, muss man mal gucken, ob man den auch vielleicht zur Reparatur einschicken kann. Muss man dann halt bezahlen und hat dann vielleicht trotzdem Geld gespart. Aber summa summarum muss ich schon sagen, wäre ich jetzt nicht enttäuscht. Nee, ich spreche auch wirklich nicht von Enttäuschung. Das, was ich bekommen habe, in irgendeiner Art und Weise kann man es benutzen. Aber man muss nochmal einfach Arbeit und Zeit und Reinigungsmittel mit reinstecken. Und das ist so ein Punkt für mich, wo ich sage, boah, hat sich das jetzt dann wirklich noch gelohnt? Klar, war es jetzt im Verhältnis zum Gegenwert, ist es günstig. Aber wenn ich hier, wie gesagt, schon keine Ladestation habe für eine Smartwatch, die gar nicht mal so verkehrt ist und in einem guten Zustand, ja, das ist irgendwie ärgerlich dann halt. Also ich habe auch sehr, sehr viel Zeit verbracht, wirklich dann aus diesen ganzen Angeboten das für mich Spannendste rauszusuchen. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie 15.000, 16.000, 17.000 aktive Auktionen und Angebote, Inserate bei eBay. Das war schon ein bisschen Arbeit da, also für mich so das Spannendste dann so zu finden. Und das war für mich dann halt diese Kiste. Es kann mit anderen Kisten noch viel, ich sag jetzt mal, schlechter ausfallen. Aber ich so, sag mal so, das scheint ganz, ganz gut geworden zu sein. Definitiv jetzt, alleine vom Gegenwert her. Aber selbst wenn wir jetzt mal 50% abziehen, hätten wir ja immer noch einen Gegenwert von so 1.500 Euro. Ja. Klar, mit ein bisschen Arbeit, um dass man das mal desinfiziert, aufbereitet, auch ausprobiert. Wenn man das vielleicht mit einkalkuliert und dann trotzdem irgendwie im Freundeskreis oder Familienkreis dann irgendwie jemand eine Freude machen kann oder das halt irgendwie nochmal selber weiter veräußert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Rein vom Gegenwert würde es funktionieren. Und wenn man hier ein paar Mark und dort ein paar Mark und dann summiert sich das auch. Also da 10, 20 Euro, wenn man es verkauft und vorher waren es 30, 50 vielleicht, dann kann man da schon, das, was man investiert hat, könnte man wieder rausbekommen. Vorausgesetzt. Also wir können da definitiv einiges, wenn es denn funktioniert, selber benutzen, einiges dann auch im Freundeskreis weitergeben. Ja, definitiv. Gerade so die Mäuse, wenn sie funktionieren, das ist dann gerade für uns im Büro, ist das schon auf jeden Fall praktisch oder für den Retro-Raum vielleicht noch, dass wir da mal eine Ersatzmaus brauchen. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen zwiegespalten. Also grundsätzlich, wie gesagt, Gegenwert stimmt auf jeden Fall, ohne Frage, aber halt einfach die Arbeit, die man nochmal separat reinstecken muss, damit man irgendwas davon wirklich benutzen kann, wenn es denn auch funktioniert. Das wissen wir halt eben nicht. Ich gehe davon aus, aber es muss ja den Grund haben, dass manche Dinge zurückgeschickt wurden. Also wie gesagt, bei manchen Controllern ist es auffällig, weil halt einfach was gebrochen ist. Das ist erkennbar. Und beim Rest, ja, muss man gucken. Also ja, schreibt ihr doch mal einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr jetzt happy sein und sagen, hey, geil, cooler Deal gewesen, würde ich machen für 390 Euro oder 380 Euro, keine Ahnung, und einen Gegenwert von knapp 3000. Ist das was für euch, ist es nicht was für euch, würdet ihr es machen, würdet ihr es nicht machen?
Ja, und wenn ihr Bock drauf habt, Kai sagt es schon, links sind in der Videobeschreibung, könnt ihr einmal draufklicken, euch von den 18.000 Geboten auch eins aussuchen und vielleicht habt ihr auch was Geiles drin. Könnt ihr dann gerne bei uns auf Instagram irgendwie uns mit verlinken oder so, dass wir sehen, was ihr da rausgeholt habt. Wäre eine ganz coole Nummer. Ja, was natürlich gar nicht ging, waren die zwei Sachen, wo noch die Zettel drin lagen mit Adresse und Name. Ja, das Datenschutz ist natürlich, also der das Zettel, geht gar nicht, ja. Ist, ja, das gehört sich nicht. Also ich stell mir das vor, ich würde was zurückschicken und es landet dann irgendwann in so einer Kiste und da stehen meine ganzen Daten drauf. Ja, ich glaube, das will keiner. Ja, nee. Ist ja auch egal, ob man die Person kennt oder nicht, aber wenn ich dann halt noch eine Festplatte habe, ne, und Daten dazu, das ist eine ganz bescheuerte Kombination. Das wissen wir jetzt nicht, ob da noch Daten drauf sind, aber es könnte. Selbst wenn, in irgendeiner Art und Weise kann man immer irgendwie was wiederherstellen und was weiß der Fuchs, was der da. Spielt auch keine Rolle, aber das gehört sich halt einfach nicht. Also da muss der Seller auch nochmal theoretisch drauf achten. Theoretisch auch sogar Amazon, ja. Amazon auch, ja, aber die kriegen das ja und schicken das gleich wieder weiter. Also da merkt man, dass sie ja da gar nicht reingucken. Also sonst würde hier so ein Kaffee, so ein Zigarettenaschenbecher gar nicht erst ankommen. Also, ja, okay, genau. Genug gelabert. Haut euer Feedback rein in die Kommentare. Wie gesagt, ansonsten Links sind in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne auch ein bisschen austoben. Ansonsten nerdseven.de, unsere Webseite, Nerdseven Tech, also die technischen Videos, die dort kommen. Mehrfach die Woche Best of Nerdseven mit Outtakes, Blooper und so weiter vom Dreh und Best, Nerdseven Shorts heißt es. Also so TikTok-Style-Videos. Wenn ihr Bock habt, guckt da rein, klickt da rein, unterstützt uns, Like da lassen, Kommentar lassen, was weiß ich. Genau, Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, da sind wir zu finden. Das war's. Bis dann. Knackig. Will noch jemand am Aschenbecher schnüffeln?